zunächst mal auf dem klassischen Weg, dadurch, dass man die kauft. Das wird in der Regel erfolgt, dass durch den Kauf einer Anleihe von unterschiedlichen Laufzeiten oder von Schuldscheinen im weiteren Sinne. Dafür kriegt man Zinsen. Man behält das über die gesamte Laufzeit, über 3, 5 oder 10 Jahre und bekommt dann am Ende das Geld wieder hoffentlich. Und die andere Variante ist die, dass man während der Laufzeit diese Papiere verkauft. Die ändern sich im Preis. Während der Laufzeit, abhängig davon, ob die Zinsen fallen oder steigen und abhängig davon, wie sich der Kredit dieses Staates verändert. Das kann man machen, indem man diese Papiere einmal kauft, wie ich gerade sagte, wartet, ob eine Wertsteigerung eintritt und sie wieder verkauft. Das wäre der klassische Fall des Geldmachens. Man kann es aber auch, und das ist eine wesentlich kritischere Variante, die dann auch im Zuge der einiger Staatskrisen verboten worden ist, man kann auch Dinge verkaufen, die man nicht hat. Das ist den Laien häufig sehr schwer zu erklären, aber ich kann im Prinzip, heute kann ich Ihnen etwas verkaufen, das ich gar nicht besitze, und ich mache mit Ihnen aus, dass ich Ihnen das in 3 Wochen gebe. Und wenn bis dahin der Preis von diesem Etwas, auf das sich unser Handel bezieht, niedriger ist als am Anfang, dann kaufe ich das billiger ein und verkaufe es Ihnen zu dem höheren Preis, den wir vorher vereinbart haben, weiter. Und so mache ich auch Geld. Und das Tückische bei dieser Art von Geschäft ist, wenn das viele machen, drückt das natürlich den Preis dieses Bezugswertes, also zum Beispiel eine griechische Staatsanleihe, nach unten. Und dann gibt es so eine Art Kaskadeneffekt, dass das dann immer mehr Leute machen und dann wird das zu so einer self-fulfilling prophecy. Der Preis fällt, weil er fällt, weil er fällt, weil er fällt. Und dann kommen Staaten in Bedrulle. Die Vorteile sind sicherlich weniger auf Seiten der Staaten als auf Seiten derjenigen, die in diese Papiere investieren. Das sind institutionelle Anleger, das sind Versicherungen, das sind große Kapitalsammelstellen, das sind Großanleger, institutionelle Anleger, die mit vielen hunderten Millionen in diesen Staatsanleihen investiert sind. Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Aspekt, der noch nicht so geläufig ist für Laien, ist der, dass diese Staatsanleihen eine Art Schmieröl für das Finanzsystem sind. Banken leihen sich ja nicht gegenseitig Geld, weil sie so schöne blaue Augen haben, sondern es gibt unter den Banken sogenannte Collateral Agreements. Das sind, müssen Sie sich vorstellen, wie Pfand. Ja, also wenn ich eine bestimmte Menge Geld, die Commerzbank leiht sich eine bestimmte Menge Geld von der Deutschen Bank im Interbankenhandel oder hat irgendwelche anderen Risikopositionen, dann muss ein Teil dieser Risikopositionen mit einem Pfand unterlegt werden. Und dieses Pfand sind typischerweise Staatsanleihen. Das heißt, wenn Sie jetzt die Handelbarkeit dieser Anleihen einschränken, dann ist es, wenn ich bei dem Beispiel bleibe mit dem Öl, haben sie Sand im Getriebe. Ja? Dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum, einer der Gründe, warum zum Beispiel Länder wie Norwegen, ja, die haben eine Staatsschuld von, ich glaube, 350 Milliarden Dollar, Pi mal Daumen, und haben einen Staatsfonds, also ein Vermögen durch ihre Öleinkünfte von 800 und ein paar kaputten. Jetzt könnten die natürlich hergehen und können sagen, wir zahlen alle unsere Schulden zurück. Das kostet die nicht viel, die können einen Check ausfüllen. Ja, dann gibt es aber keine norwegischen Staatsanleihen mehr. Und dann würde im Prinzip das Finanzsystem Schwierigkeiten kriegen, in Norwegen weiter zu funktionieren. Was ist so schwer daran zu verstehen, dass ein Privathaushalt und ein Staatshaushalt sich unterscheiden? Ein Privathaushalt zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen sterben. Ein Staat stirbt nicht. Und deswegen muss ein Staat oder kann ein Staat völlig anders mit seinen Schulden umgehen als ein Mensch. Weil er nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt moralisch verpflichtet ist, seine ganzen Schulden zu tilgen. Da ist er eher wie eine Firma. Und ich verrate Ihnen mal ein Geheimnis, Firmen zahlen ihre Schulden auch nicht zurück. Sondern wenn die fällig werden, nehmen sie neue Schulden auf und dann geht es weiter. Aber stellen Sie sich folgende Situation vor, und das geht im Prinzip, zielt das direkt auf die Komplexität des Systems und des Finanzsystems ab, das wir im Moment haben. Stellen Sie sich vor, Ihnen gibt jemand einen weißen Luftballon und eine Nadel. Ja? Und sagt Ihnen, lass bitte aus dem Luftballon die Luft raus, aber so, dass es pfft macht und nicht peng. Sie werden nichts tun. Ja? Was ich damit sagen will als Bild, ist, die Kollateralschäden, wenn Sie massiv in dieses System eingreifen, und es ist viel passiert, was die Bankenregulierung angeht, also die Leute tun immer so, als wäre da nichts passiert. Wenn Sie in dieses System massiv eingreifen, können Sie Kollateralschäden verursachen, die Sie nicht absehen können. Und dann kratzen wir irgendwann wieder die Kartoffeln mit dem Löffel aus dem Acker. Und davor, glaube ich, haben die Politiker ganz furchtbare Angst. Und deswegen ist es eine Paralyse. Also selbst ist im Prinzip, Sie wissen, was Sie tun müssten, nämlich die Komplexität aus dem System rausnehmen. Aber sie wissen nicht, was auf dem Weg dahin passiert. Wir haben diesen Drang, dieses System beschreiben zu wollen, mit Formeln, mit Erklärungen, mit Ursache-Wirkungsketten. Aber ich kann es nicht beschreiben. Und dann ist die einzige Art, damit umzugehen, Heuristik. Also im Prinzip Bauchentscheidung. Ja? Ich fange mal an und mache irgendwas. Also nehmen wir mal an, ich mache eine Finanztransaktionssteuer. Und dann gucke ich, was passiert. Ich verbiete Hochfrequenzhandel. Und dann gucke ich, was passiert. Und so arbeite ich mich langsam zum Kern des Systems vor. Das ist die einzige Art, meiner Ansicht nach, damit umzugehen.
Aber das widerspricht unserer Art, Politik und Wirtschaft zu betreiben. Weil wir versuchen das wie Ingenieurswissenschaften zu betreiben, aber es sind keine Ingenieurswissenschaften, weil zu viele Menschen daran beteiligt sind.